Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi ist verstorben und kehrte zu seinem Herrn zurück. Und Abu Bakr ist Khalif geworden. Wie? Wie ist Abu Bakr Khalif geworden? Hat der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi ihn zum Khalifen ernannt? Hat der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi am Tage von Ghadir Khum seine Hand hochgehalten und gesagt, man kuntu maula fahadha aba bakrin maula zum Beispiel? Gibt es eine Überlieferung, gibt es einen Koranvers, gibt es irgendwas darüber, das uns sagt, dass Abu Bakr der erste Khalif sein soll? Nichts. Aber unsere sunnitischen Geschwister sagen, das braucht es auch nicht, denn der Koran sagt, huwa amruhum shura bainahum. Und ihre Angelegenheit ist eine Angelegenheit gegenseitiger Beratung. Das heißt, es muss gar nicht so sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi jemanden benennt, weil wenn der Prophet stirbt und die Führung der Umma ist eine Angelegenheit der Menschen, das heißt, die Menschen können sich beraten, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und deren Angelegenheit ist eine Sache gegenseitiger Beratung in Surah 42, Vers 38. Und man traf sich daraufhin in Saqifa Bani Sa'ida. Die Ansar haben zu dieser Saqifa aufgerufen und haben dort Abu Bakr den Treueeid geleistet. Frage: Ist die Führung der Umma eine Angelegenheit der Menschen oder eine Angelegenheit Gottes? Weil wenn wir beweisen können, dass die Führung der Menschen eine Angelegenheit der Menschen selbst ist, dann haben die Geschwister der Ahl-Sunnah recht. Das heißt, in dem Fall wäre die Wahl richtig gewesen. Abu Bakr ist tatsächlich der erste Khalif und damit wäre alles richtig gewesen. Wenn wir aber beweisen können, dass die Führung der Menschen keine menschliche Angelegenheit ist, sondern eine göttliche Angelegenheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Führer oder den Imam über die Menschen bestimmt, dann wissen wir, dass diese Wahl ungültig ist. Es wäre doch jetzt extrem praktisch und schön, wenn wir einen Koranvers hätten, der uns genau zeigt, ob die Führung, ob das Imamat der Menschen eine göttliche oder eine menschliche Sache ist. Wir wollen gar nicht auf Hadithe zurückgreifen. Hadithe, da sagt einer sahih und falsch und nicht sahih. Koran, auf den Koran haben sich alle geeinigt. Wie schön wäre es, wenn wir doch so einen Vers hätten. Den haben wir in Surah 2, Vers 124. In Surah Baqarah, Vers 124 sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Ich werde dich zu einem Imam für die Menschen machen. Das heißt, die Führung, das Imamat der Menschen, ist es eine menschliche Angelegenheit oder ist es eine göttliche Angelegenheit? Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt in Surah Al-Baqarah, es ist eine göttliche Angelegenheit. Nur Allah subhanahu wa ta'ala kann jemanden als Imam auf die Menschen aufstellen und einsetzen. Das heißt, wir kommen jetzt zu folgendem Ergebnis. Die Führung der Menschen ist eine göttliche Angelegenheit und die göttlichen Angelegenheiten werden vom Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi als Offenbarung in die Welt gesetzt. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, der Prophet ist seiner Aufgabe nicht nachgekommen, er hat es versäumt, den Khalifen zu bestimmen nach ihm. Das würde bedeuten, er hat seine Botschaft nicht vollkommen offenbart und davor suchen wir Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, denn alle Muslime sind sich darüber einig, dass der Prophet unfehlbar ist hinsichtlich der Offenbarung. Das heißt, dieser Punkt ist von vornherein ausgeschlossen. Zweiter Punkt, der Prophet hat also doch jemanden bestimmt, der nach ihm zum Khalifen wird. Der Prophet hat also doch jemanden bestimmt. Wer war es? Und diese Angelegenheit muss so wichtig gewesen sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al, fama ballaghta risalata. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O du Gesandter, verkünde, was zu dir von deinem Herrn hinabgesandt wurde. Und wenn du es nicht tust, so hast du seine Botschaft nicht verkündet. Und Allah wird dich vor den Menschen schützen. Wahrlich, Allah weist den ungläubigen Leuten nicht den Weg. In Surah 5, Vers 67. Jetzt sehen wir auch, wieso Allah subhanahu wa ta'ala hier so in einer harten Art und Weise spricht, O du Gesandter Gottes, verkünde diesen Aspekt und wenn du es nicht tust, so hast du gar nichts verkündet. Man könnte sagen, oh Allah, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi hat über 20 Jahre den Islam verkündet. Was kann denn so wichtig sein, dass wenn er es nicht tut, dass alles, was er zuvor getan hat und gemacht hat, dass es nichtig ist? Was kann so wichtig sein? Was kann Fitna und Probleme stiften, wenn er stirbt und er es noch nicht verkündet hat? Und daraufhin, laut der Geschichte, laut den Historikern, fand Ghadir Khum statt. Ghadir Khum, wo der Prophet über 100.000 Menschen versammelt hat und ihnen eine Rede gehalten hat, wo er gesagt hat, oh ihr Menschen, ich werde bald zu meinem Herrn zurückkehren, ich werde den Ruf meines Herrn befolgen. Wer hat mehr Befugnis über euch, ihr selber oder ich? Und sie sagten, Allah und sein Gesandter wissen es besser.
Allah und sein Gesandter haben mehr Befugnis über uns, als wir über uns selber. Das heißt, der Prophet hat erstmal, wollte von den Menschen hören, wer hat mehr Befehlsgewalt über euch? Ihr selber oder ich als Gesandter Gottes? Und sie sagten, du, o Gesandter Gottes. Jetzt hat er den Beweis. Jetzt hat er den Beweis von den Menschen geholt. Ich habe mehr Befehlsgewalt über euch, als ihr über euch selbst. Wenn das so ist, Ala man kuntu maula, fahada aliyun maula. Allahumma wali man wala, wa adi man ada, wa ansur man nasara, wa khzul man khadala. Das heißt, oh ihr Menschen, ihr habt gerade bestätigt, ich habe mehr Befehlsgewalt über euch. Wenn das so ist, wessen Befehlshaber ich bin, dessen Befehlshaber, dessen Wali ist Ali ibn Abi Talib a.s. Und darüber gibt es keinerlei Zweifel in den historischen Werken der Ahlus Sunnah. Und die Quellen sind so viele, dass man sie gar nicht in einem Vortrag zusammenfassen kann. Dass der Prophet Ali ibn Abi Talib als Imam nach ihm bestimmt hat und dass sogar die Gefährten ihm gratuliert haben. Bachin, bachin, leka ya Ali, asbahta maula al-mu'minina wal-mu'minat. Glückwunsch, Glückwunsch, o Ali, du wurdest als Imam über die Menschen, über die gläubigen Brüder und gläubigen Schwestern aufgestellt. Umar ibn al-Khattab hat diese Worte gesprochen. Das heißt, wir sehen also, die Angelegenheit des Khalifat ist durchaus genau bestimmt. Eine Religion, die dir sagt, mit welchem Fuß du in die Moschee eintreten sollst, die dir sagt, welches Bittgebet empfohlen ist, was du auf der Toilette sprechen darfst, mit welchem Fuß du die Toilette betreten sollst. Eine Religion, die alles detailliert regelt, vergisst zu regeln, was nach dem Tod des Propheten geschieht. Wo ist hier, Sayyid Kamal Haider wohl sagen, Malakum kaifa tahkumun, was ist mit euch, wie urteilt ihr? Und wisst ihr, was das Interessante an diesem Punkt ist? Ich wollte es eigentlich gegen Ende erwähnen, aber das passt hier perfekt. Das Interessante an diesem Punkt ist, als Abu Bakr kurz vor seinem Tod war, kurz bevor Abu Bakr gestorben ist, weil wen hat er ernannt nach ihm? Er hat Umar ibn Khattab als Khalif nach ihm ernannt. Kurz bevor er starb, hat er nachgedacht. Er sagte, ich will nicht, dass die gleichen Probleme und Zwietracht nach meinem Tod entstehen, die nach dem Tod des Propheten entstanden sind. Dass man sich getroffen hat und gewählt hat in der Saqifa. Ich will nicht, dass sowas entsteht, deswegen erwähle ich Umar als meinen Nachfolger. Frage, ist Abu Bakr klüger als Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Kam Abu Bakr also zu einem Ergebnis und zu einer Lösung, zu dem Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi nicht gekommen ist? Wir müssen uns entscheiden, wen wollen wir auf welche Position setzen? Wer ist der Prophet und wer ist der Gefährte? Wer ist unfehlbar, wer hat eine göttliche Bindung und wer ist nur ein fehlbarer, normaler Mensch, der durchaus Fehler macht? Wir müssen uns entscheiden. Wenn wir genau diese Tatsachen akzeptieren, dann sagen wir, dass Abu Bakr klüger als Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi war. Wal'iyadhu billah. Abu Bakr hat etwas erkannt, was Rasulullah nicht erkannt hat. Nämlich, dass wenn man keinen Khalifen nach ihm bestimmt, dass alles in Chaos ausbricht. Meinte der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wusste das nicht? Der Prophet wusste nicht, dass nach ihm eine Fitna und Probleme auftreten werden? Und hat deswegen die Umma so gelassen und sie sollen selber wählen? Eine eindeutige Angelegenheit. Was ist aber in Saqifa passiert? Saqifa Bani Sa'ida, als der Prophet sallallahu alaihi wa alihi verstarb, haben die Ansar aufgerufen, es soll der Khalif bestimmt werden. Umar ibn Khattab und Abu Bakr haben dies bekommen. Erstmal Umar hat mitbekommen, dass Leute durch den Markt gelaufen sind und gesagt haben, der Prophet Gottes ist tot, der Gesandte Gottes ist tot. Und dieses Werk oder diese Überlieferung wird in At-Tabari erwähnt, At-Tabari berichtet, dass Umar daraufhin sein Schwert zog und sagte, wer noch einmal sagt, dass der Prophet tot ist, den werde ich mit meinem Schwert schlagen. Bis dann Abu Bakr zu ihm kam und sagte, oh Umar, beruhige dich, der Prophet ist tatsächlich gestorben. Und er sprach zu den Menschen, oh ihr Menschen, wisset, wer Muhammad angebetet hat, so ist Muhammad gestorben. Wer Allah angebetet hat, so ist Allah der ewig Lebende, ewig Währende. Und dann rezitierte er den Vers, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلْ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ إِنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ. Und Muhammad ist nur ein Gesandter, schon vor ihm gingen die Gesandten dahin. Und ob er stirbt oder getötet wird, werdet ihr auf euren Versen umkehren, in Surah 3, 144. Surah 3, Vers 144. Sie trafen sich daraufhin in Saqifa und haben beraten, wer der Khalif nach dem Gesandten Gottes sein soll. Wo war Ali ibn Abi Talib? Wieso war Ali ibn Abi Talib nicht da? Und hat gesagt, oh ihr Menschen, habt ihr nicht alle gehört? Ich bin der eigentliche Khalif. Wieso war Ali nicht da? Ganz einfach. Ali ibn Abi Talib war mit dem Begräbnis des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alihi, beschäftigt. Ali, der Prophet ist gerade gestorben und die Menschen haben sich getroffen und um seine Macht gestritten. Ali war mit dem Leichnam des Propheten beschäftigt, oh ihr Menschen.
Weil Ali wurde selber daraufhin gefragt, wo warst du in Saqifa? Wärst du da gewesen, oh Ali, so hätten wir dich bestimmt. Und Ali sagte, soll ich mich um das Khalifat nach dem Propheten streiten, während der Prophet tot und ohne Begräbnis in seinem Haus liegt? Wo ist der Respekt und wo ist die Liebe zum Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi? Wartet wenigstens ab, bis der Prophet bestattet wurde, wartet wenigstens ab, bis das Gebet verrichtet wurde und so weiter. Sofort danach streitet man sich um die Macht. Jedenfalls haben sie sich dort getroffen und Umar ibn al-Khattab sagte daraufhin, ich habe für euch akzeptiert als Khalifen Abu Bakr oder Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ich habe für euch diese beiden akzeptiert und Umar ibn al-Khattab ging daraufhin, hat die Hand von Abu Bakr genommen und hat ihm den Treueeid geleistet. Und nach ihm kamen dann die Gefährten und haben alle Abu Bakr den Treueeid geleistet, sei es freiwillig oder aber unfreiwillig. Frage, ist das so korrekt gewesen? War es tatsächlich der Wunsch des Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi, dass dies dann tatsächlich so stattfinden soll, dass der Prophet noch nicht begraben ist und man sich zur Wahl trifft und dann einer bestimmt, Abu Bakr ist der Khalif und alle geben ihm die Bay'a? Ist das tatsächlich so gewollt gewesen vom Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi? Gibt es Überlieferungen dafür? Gibt es Koranverse darüber, dass dies so sein soll?